100.000 Euro pro Flüchtling im Monat. Ja. Haben die deutschen Behörden das Sparen verlernt? Das mit den Flüchtlingen ist sowieso alles ein Betrug. Das wird alles manipuliert von der US-Regierung, englischer Regierung, französischer Regierung und Israel. Das heißt, diese Tendenz, wenn ein Land in Kriegszustand ist und da ist ein Nebenland oder Nachbarland, dem Frieden ist, dann sind sie schon gesichert. Wieso müssen sie nach Deutschland? Die Deutschen werden betrogen von oben bis unten. SPD, CDU, Grün oder FDP sind alles Betrüger und Lügnerparteien, die seit mehr als 70 Jahren die Deutschen belügen. Und diese, natürlich muss man kleine Kinder helfen. Aber wieso ist das, dass überwiegend Jugendliche kommen, Leute zwischen 18 und Jungs oder Männer zwischen 18 und 30 Jahre alt, und die kommen nach Deutschland? Warum? Weil die wollen, beziehungsweise, dass sie sich mischen mit den deutschen Frauen. Man möchte auch sozusagen die deutsche Identität zerstören. Wieso gibt es nicht viele Flüchtlinge oder wenn nicht so viele Flüchtlinge akzeptiert in den USA oder in England? Wieso die Deutschen? Immer diese Masche und Lügemasche mit schlechtes Gewissen. Wieso müssen wir dafür bezahlen oder die Verantwortung nehmen über was, was wir überhaupt nicht getan haben? Die Flüchtlinge, das ist eine Tendenz und ein Betrug von der neuen Weltordnung. Rothschild, Bilderberg, Illuminati und. Amen. Soll ich meinen Namen sagen? Oh. Müssen Sie nicht, aber ich habe noch eine zweite Frage. Um Gottes Willen. Ich bin gerade in Schwung. Ja. Alle Parteien reden von sozialer Gerechtigkeit. Was meinen Sie damit? Hier gibt es keine Gerechtigkeit. Wir sind hier in einem besetztes Land. Wir sind eine US-englische Kolonie. Hier gibt es keine Gerechtigkeit. Wir sind total manipuliert. Die Parteien lügen. Merkel lügt. Bis zum geht nicht mehr. Wieso schenkt diese Frau den Terrorstaat Israel zwei Atom-U-Boote oder U-Boote, mit denen man Kriege machen kann? Was heißt hier Gerechtigkeit? Hier gibt es keine Gerechtigkeit. Sowieso die Politik wird total manipuliert. Das ist ein Betrug, eine Lügnerei von oben bis unten. Gerechtigkeit, was ist gerecht? Erstmal haben wir keine Verfassung. Wir sind ein illegales Land. Wir haben ein Grundgesetz. Ein Grundgesetz wurde gemacht von den Alliierten. Wir sind ein Kolonialstaat, sozusagen. Und wir haben keinen Frieden. Wir sind auch in Kriegszustand. Wir müssen erstmal einen Friedensvertrag machen mit 54 Ländern. Was ist das denn? Wieso haben keine Parteien das gemacht? Weil das alles eine verlogene Bande sind. Angefangen. CDU, SPD, FDP, Grünen und AfD, wer weiß, dass es noch irgendwie nie war. Deswegen machen wir auch was dagegen. Und es kann nicht sein, dass man weiter belogen wird, beziehungsweise, und es muss aufgeklärt werden, die Leute, die Menschen in Deutschland müssen aufgeklärt haben, und Deutschland muss endlich mal wieder den Platz bekommen, was es eigentlich sich verdient hat. Tüchtigkeit, Ordnung, Zuverlässigkeit und so. Und natürlich, die Deutschen sind total verwirrt, und jetzt mit der mit den Flüchtlingen, das wurde total sozusagen gezielt organisiert, um sozusagen, ich wiederhole das, um die deutsche Identität zu zerstören. Das ist einfach meine Meinung. Vielleicht stimmt das nicht, vielleicht stimmt das. Was ist jetzt Wahrheit, was ist Lüge? Ich weiß selber nicht heutzutage, was Wahrheit und Lüge ist, aber vielleicht schon. Und das ist, lasse ich jeden Deutschen sozusagen, beziehungsweise in dessen Gewissen, dass er das analysieren kann. Ich bin ein deutscher Migrantinier und aus Argentinien machen wir jetzt Theater. Warum? Weil die internationale Politik in Deutschland wichtiger ist als die nationale Politik. Was heißt das? Der Deutsche kann hier, wenn ich das sagen darf, sorry, verrecken, aber der Ausländer ist willkommen. Wieso? Was ist das denn hier? Und das ist Gerechtigkeit? Und jetzt habe ich das verstanden, was die internationale Politik ist. Und deswegen schöne Grüße aus Argentinien. Ich mache auch Politik da und dann werden wir sehen, wer hier was zu sagen hat. Und diese Kriege, die sie jetzt wieder verursachen wollen, Merkel und Co. und die Banditen oder Terrorstaat USA, England, Frankreich und Israel, die wollen wieder Krieg machen und die Deutschen belasten und ausbeuten oder Zielstrich mit der Bundeswehr, die auch illegal ist, in Gange setzen, so dass wieder Deutschland als schuldig benannt wird und dass Deutschland wieder schön bezahlen muss.
Wir bezahlen Sachen, die wir eigentlich nicht bezahlen sollten und müssen. Weder Sie noch der Kameramann noch ich sind dafür verantwortlich. Wir müssen gar nichts bezahlen. Das ist meine einfache Meinung. Ja, hoffentlich habe ich das. Ja, das war sehr umfangreich. Die Medien werden gesteuert von Bilderberg, alle Medien. Bilderberg, die Medien werden hauptsächlich, der Inhaber nach meinem Wissen, natürlich, ich bin kein Alleswisser, ich bin kein Politiker, weil es ein Schimpfwort ist, aber irgendwie mache ich langsam Politik. Und ich habe festgestellt, die Banken von England steuert, das sind die Rothschild. Die Banken sind die größten Verbrecher aller Zeiten. Zweitens sind das die Versicherung und natürlich die Telefonie. Und die Politiker sind alles Pappnasen, die da mittanzen, beziehungsweise die eigentlich, die ganzen Parteien müssen hier weg. Und die Bilderberg, das steuert auch die heutige Regierung. Und alle Politiker, die da in Geheimnis dorthin gehen, das sind für mich Verbrecher und Terroristen. Die Illuminaten auch, beziehungsweise. Und natürlich Königsfamilien, beziehungsweise auch, und. Und vieles, was wir natürlich nicht wissen. Aber jedes Mal sind wir besser aufgeklärt. Und das wäre ganz nett, dass derjenige, Sie können das gerne veröffentlichen. Soll ich meinen Namen sagen? Mein Name ist Mario Marcelo Zalewski. Ich bin einfach ein Ignorant, beziehungsweise ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Aber jedes Mal weiß ich mehr, das ist das Schreckliche dabei. Und es wäre sehr nett, dass die Leute an meine Worte bezweifeln und selbst forschen. Und das kann man wunderbar in YouTube und in Google sehen. Und jedes Mal sind wir mehr, die dagegen steuern. Und irgendwann sind die alle dran. Und die ganze Regierung von A bis Z, die muss weg. Das ist eine Betrügerbande. Sie können, dass ich das nochmal betone, gerne weltweit oder wie auch immer veröffentlichen. Und ich finde das ganz gut, wenn Sie das machen, wenn Sie auch den Mut haben oder dies und jenes. Ich habe einfach mein Teil jetzt mit euch. Ich weiß selber nicht, wer ihr seid. It